Einen wunderschönen guten Abend. Beim Wetter 17 Grad waren es heute wieder im Bludenz in Innsbruck und auch in Altmünster. Aber dem November geht jetzt langsam der warme Atem aus und die Temperaturen beginnen sich allmählich zu normalisieren. Von der Großwetterlage her überquert uns heute Nacht der Ausläufer einer schwachen Kaltfront. Auf dem Weg über Österreich zerbröselt sie allerdings und von Süden her beginnt der Luftdruck wieder zu steigen. Und morgen wird diese Westströmung auch die Nebelfelder in den Niederungen zum Großteil ausräumen. Die Europatemperaturen sehr gegensätzlich. Die kontinentale Kälte kann man bereits erkennen. Hier in Russland Temperaturen tagsüber nur knapp über dem Gefrierpunkt. Hingegen im Mittelmeerraum Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad. Und genauso warm ist auch zurzeit die Meerestemperatur. Also da lässt sich's noch ganz gut leben. Schauen wir uns das Wetter für den morgigen Tag im Detail an. Im Süden wird das Nebelgrauen vor allem im Rheintal sehr hartnäckig sein. Im Norden und im Osten kommt endlich wieder einmal die Sonne zum Zug. Wir sitzen ja schon seit Tagen im Nebel. Ja, und sonst im Tagesverlauf vor allem über den Bergen viel Sonnenschein. Die Frühtemperaturen in einigen Alpentälern knapp unter dem Gefrierpunkt, sonst Temperaturen zwischen 3 und 7 Grad. Und die Tageshöchstwerte morgen noch relativ mild, aber von Tag zu Tag wird schon weniger. Zwischen 10 Grad im Wald- und Mühlviertel und 16 Grad beispielsweise im Inntal. Das wären die Temperaturen für den morgigen Tag. Am Donnerstag und am Freitag ändert sich nicht viel, außer dass der Nebel vor allem in den südlichen Landesteilen ein bisschen hartnäckiger bleiben wird. Aber bis zum Nachmittag sollte er sich doch auch auflösen und ein paar Sonnenstunden sollten sich ausgehen. Die Temperaturen gehen von Tag zu Tag immer mehr zurück, sind aber immer noch im hohen Bereich angesiedelt. Der 15-Tage-Trend zeigt uns diesen sukzessiven Rückgang der Temperatur bis zum Wochenende und ab dem Wochenende, ja, haben wir Novembertemperaturen und zum Wochenende erwarten wir auch den ersten nahezu flächendeckenden österreichischen Morgenfrost. Schönen Abend.